Schäden gepasst da. Ja, was mit Eischlaus da? Hat nichts Besseres vor einem Ofen. Ja. Mehrklänge. Und dann immer los, oder? Ich hab da Bock, ja? Jo. Die Stimmung am Siedepunkt, sensationell. Seid so gut drauf, das wird eine Schuhe von da oben. Seid ihr gut drauf, ja? Ja. So, drei, vier. Ich find mein Schuh nicht schulend. Ich find mein Schuh nicht schulend. Ich find mein Schuh nicht schulend. Er findet euch schulend. Ja, wo kommt die Stimme her? Ja, endlich mal wieder in Weinheim. Wir haben ja heute, was ist denn heute überhaupt, Dienstag, ne? Ja, Auftritt unter der Woche, das ist genau das, was wir noch gebraucht haben in unserem Leben. Und ja, es ist schön, dass ihr alle hergefunden habt. Ne? Ihr habt jetzt die Karten, ich muss jetzt mal fragen, ihr habt die Karten gewonnen, ne? Ihr habt keinen Eintritt bezahlt. Dann würde ich jetzt mal nicht so viel erwarten heute Abend. Ich denke, wir werden es größtenteils einfach aussitzen, die ganze Zeit, ne? Und dann schauen wir einfach mal, weil hier waren bestimmt in der Vergangenheit schon sehr viele Bands, die total Bock gehabt haben zu spielen und so, hey, machen wir Auftritt, ne? Bei uns nicht. Also wir sind wirklich, wir haben so viel Geld verdient mit unserem Projekt, das ist unfassbar. Wir haben eigentlich mittlerweile den halben Odenwald haben wir gekauft, wir haben viele Grundstücke gekauft, viele Häuser, haben überall Eigenbedarf angemeldet und Proben machen immer, wir treffen uns einmal die Woche, setzen uns auf irgendeins von diesen Grundstücken und gucken zu, wie die Natur sich langsam das Gebiet zurückerobert. Ja, mehr machen wir eigentlich nicht. Ne? Und das ist auch vollkommen, das ist vollkommen ausreichend. Ne? Das ist ja, ja, natürlich. Du musst ja abends im Hof stehen, dir nochmal was zu essen holen. Ja, jedenfalls, was in eigener Sache, bevor wir loslegen. Und zwar, wer jetzt der Meinung ist, in den nächsten 15 Minuten, länger wird es nicht dauern, nämlich noch stark. Wer da der Meinung ist, jetzt hier reinzurufen oder irgendwie zu brüllen oder zu husten oder sonst irgendwas zu veranstalten, der kann das gerne tun. Ich sage es aber fairerweise dazu, wer das tut, wird nach dem Auftritt von unserem Sänger verspeist. Ich denke, man kann recht deutlich sehen, dass es in der Vergangenheit schon öfter solche Zwischenfälle gegeben hat. So, das nächste Lied, das erste nächste Lied, was wir machen wollen für Sie, ist ein Song, wo ich sage, ich hätte ihn gerne angekündigt, aber unser Schlagzeuger, der Alexander hinten mittig ins Bild drapiert für Sie heute Abend, der hat darauf bestanden, das nächste Lied anzusagen. Ich habe dann aber gesagt, Alex, es sind auch vielleicht ein paar Leute bei, die nicht von hier kommen, die vielleicht von weiter her kommen, die Karte gewonnen haben, weitergegeben haben an jemanden, der nicht von hier kommt, weil er uns kennt und sagt, oh nee, lass mal. Und Das ist dann blöd, weil dann gibt es ja so eine gewisse Sprachbarriere. Deswegen, aber der Alexander hat dann gesagt, oh, spielt das Ding aus. Habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Du sagst die nächste Nummer an. Ich muss aber dann einfach fairerweise simultan
übersetzen. Ja? Deswegen würde ich sagen, Alexander, ich übergebe das Wort an dich, wenn du es kennst. Soll ich? Konnte auch vom. Genomen Beunem! Lieber Gott, nein, ich glaube, die verstehen mich wirklich nicht. Genomen Beunem! So, also. Bei der nächsten Nummer, da haben wir lang rum überlegt, wie man die eigentlich nennen soll. Das nächste Lied stellt uns bei der Namensfindung vor ungeahnte Schwierigkeiten. Denn das ist nämlich auch die von unseren wichtigsten Nummern. Es handelt sich hierbei um eine der wichtigsten Nummern der Musikgeschichte. Da geht es um so einen Davidschnall aus der Stadt, mit der ich einfach nicht klargekommen bin. Inhalt und Duktus ist der Versuch des Zusammenlebens einer in den urbanen Gebieten ansässigen Person ohne Y-Chromosom. Mir ist aber ums Verrecken nichts dazu eingefallen. Ich blieb jedoch ideenlos, trotz Nahtoderfahrung. Ich war so unzufrieden mit mir. Alles war wie immer. Wie blöd kann man dann sein? AfD. Da haben wir das gleich weg, das politische Kabarett. Man macht eigentlich kein politisches Kabarett. Ich habe ewig rumgedoktert und bin durch die Hölle gegangen. Ich ging lange Zeit als praktizierender Arzt in Mannheim spazieren. Aber auf einmal habe ich gekriegt. Als ich plötzlich ein Schreimeiner entlud. Au! Heureka! Ajo! Heureka! Alleweil habe ich's! Heureka! Wir nennen den Song einfach noch der blöde Kuh, bei der ich jetzt keinen Bock mehr habe auf Weibsleid aus der Stadt. Birgit. Birgit! Thank you.
geht, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Frag ihr, was doch gut geht. Unsere Grenzbestämme gewahrt, der alte Messe macht uns doch hart, wie wir gehen. Samstags nur die Zeitung. Hast du die Sibo dabei? Ja. Ich weiß schon, selbst gerade von denen. Okay. Oh. Nein, das sind Bäume. Ja, auf alle Fälle. Ich amüsiere mich halt immer wieder bei der Familienanzeige, was da so drinsteht. Immer Witziges und Kurioses. Unter anderem auch hier. Auch unsere zweite Tochter ist ein Mädchen. Ja, manchmal weiß man es noch nicht genau. Ja, auf alle Fälle, was anstößig ist, finde ich, sind die Nomen und die Namensgebung. Ja, von den Kindern wie die Heidhase. Ich mache nicht, wenn man nicht in die Runde guckt, sind ja alles schon relativ erwachsene Leute. Achtung, dünnes Eis. Achtung, dünnes Eis. Ja, relativ erwachsen habe ich gesagt. Ja. Ciao. Naja, also die meisten werden ja dann auch Kinder haben. Ich weiß nicht, wann ich mal in die Runde vor oder habe ich Kinder. Nein, nicht super. Voll drüber. Gut, nichts falsch gemacht. Aber Sie, Kinder, ja, die Hase. Celine. Geht noch. Geht noch. Hat eine Grenze. Ja, ja. Gut, wir machen nicht weiter. Ich will nur, dass wir Tunkum, also Ilva, Enna, Katalaya, Vidi Alhase, Levi, Finn oder Chantalle. Es ist so ein Jacqueline, der Jacqueline noch, ja. Es ist so schlimm. Jacqueline Keil oder sowas dann, ne? Ja, genau. Ja, so Shiroki Dörsam. So, ja, genau. Das ist das, was wir dann so haben. Finn, Luis, was war's der Geier? Krisme. Kein Mensch hast du mal Kall, aber Schosch. Winnetou Sattler. Winnetou Häberler, den gibt's, gell? Ja, also kein Mensch heißt immer Karl oder Schorsch oder Dieter. Thank you.
Neun. Der Preis halt geschrieben, der Mondo. Das war der Michael. Der Michael, danke. Als Hauptmann. Ja, den Michael haben wir ganz günstig vom Arbeitsamt Mörlbach zur Verfügung gestellt bekommen heute Abend. 1-Euro-Job. Ne? Monat, aber so. Ja, ich möchte jetzt die Band von bleiben Sie bitte hier. Hallo, wir sind noch gleich fertig. Das ist doch nicht zu fassen. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Nee, das wird jetzt ausdiskutiert. Wir sind eine Familie. Kann das wahr sein? Michael, kannst du bitte die Frau aufhalten? Wie sonst auch. Ja. Ich möchte die erste... Ja, ich verstehe es ja auch. Ich verstehe es ja auch. War schon mal jemand bei uns gewesen beim Auftritt? Ja. Ja? Das ist schwach heute, ne? Letzte Mal war es besser, ne? Ist egal. So, ich möchte jetzt die Band vorstellen. Damit fange ich jetzt erstmal an bei unserem zauberhaften Pianist, unserem Pianist, Pianisten. Am Elfenbein heute Abend für Sie, meine Damen und Herren, der Mirko. Der Mirko ist eigentlich von Beruf Gefäßchirurg in einer kleinen Töpferei bei Dieburg. Meine Damen und Herren, ja. Und wir haben ihn gefunden in den Mannheimer Benz-Baracken vor 5 Jahren, frierend, völlig verwatzt. Hat er gelebt in einem alten Klavier, was in der stillen Hoffnung Nummer 13 stand, oder wie die Straßen da heißen. Und ja, wir haben ihn wieder hochgepäppelt, kann man sagen. Also ich möchte zusammenfassend, eigentlich möchte ich so benennen, als wir ihn fanden, hatte er nichts. Wir haben uns um ihn gekümmert. Und heute können wir mit Stolz verlautbaren, er hat immer noch nichts und zweimal die Woche Probe. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den zauberhaften Schnitzgewandverein Mirko Klaffen von Bochum. Vielen Dank. So, die nächste Nummer haben wir das erste Mal gespielt vor 2 Monaten. Das war bei der Jahreshauptversammlung der Schizophrenieerkrankten. Und zwar war das auf einzelnen Wunsch einer vielfachen Person. Und zwar in dem Song geht es eigentlich inhaltlich darum, sich bitte zusammenreißen, wie das. Und zwar, das war was da los war, ne? Was da los war. Unglaublich. Mehr als doppelt so viele Leute, also mehr als doppelt so viele Persönlichkeiten als erwartet. Ne? Ja. Und zwar nur halb voll. Ja. So, jedenfalls, der nächste Song handelt von, sind sie wieder. Gut. Ja. Das wäre mir auch unangenehm. Ja, jedenfalls, der nächste Song, da geht es eigentlich ums Thema Musik. Und zwar möchten wir Ihnen einfach mal zeigen, wie so ein Popsong aufgebaut ist. Ich habe den Pianisten vorgestellt, sorry. Also ich habe jetzt nichts verpasst. Echt, ne? Völlig richtigen Zeitpunkt ausgewählt. Jedenfalls, den einen schwachen Gag, den können Sie sich nachher erzählen. Und zwar geht's los, ein Popsong ist eigentlich immer gleich aufgebaut, meistens geht's los mit einem total groovigen Beat. Der Alexander fängt aber trotzdem mal an. Bitte aufhören, Sie fliegen raus. Ich hab keinen Bock, das ist wirklich egal. Es ist eh schon zu nah. Bitte. So, ne? So, das nächste, was wir brauchen, wichtig bei einem Popsong, ist ein richtig grooviger Bass. Den haben wir auch wirklich da heute. Bei uns im Odeball heißt es dann Rumpelgitter. Und die klingt das so. Egal, was jetzt noch kommt, mehr außer alte beide Leute, gell? Deswegen kann man jetzt noch dazu machen, beispielsweise hier ein rumänischer Eierschneider, der klingt dann so. Völlig überflüssig, die klingt dann so.
große Stadt. Das gilt für alles, ab dem Wäschestall. Das ist völlig entschleunigt und das ist ganz normal. Du kannst machen, was du willst, auch wie dir gefällt. Ja, dadurch kein Stress. Du kannst dich jederzeit von gehen lassen. Wo soll man da anfangen? Sie ist Mutter von zwei alleinerziehenden Kindern, meine Damen und Herren. Und eigentlich von Beruf ist sie Tierschützerin. Und das ist auch gut so, denn wir wissen das alle, es gibt kaum noch Panda-Bären im Hunsrück. Da muss was gemacht werden. Sie setzt sich dafür ein, aber auch hier direkt im Umkreis ist sie sehr aktiv. Ich sage nur Thema Hundetoiletten, ne? Das ist ja auch wirklich ganz schlimm, die armen Tiere, bis man da seinen Border Collie in den Schlitz da reingedrückt hat und dann soll er da noch was machen in dem engen Ding da, Katastrophe, da gibt es noch so Arschlöcher, die da noch ihre verschissenen Tüten reinschmeißen, eine Zumutung für das Tier und auch fürs Herrschen oder Rauschen, je nachdem. Und dafür macht sie sich stark. Sie züchtet auch seltene Tiere. Sie hat beispielsweise eine Schattenmorelle. Ganz selten. Und sie hat auch einen Rindenmulch. Ja, ist ein Weibchen. Oder wie man, glaube ich, im Rindenmulch-Jargon richtig sagt, eine Bache. Ist natürlich Blödsinn. Das heißt nicht Bache, das heißt im Falle Rindenmulch-Weibchen heißt es natürlich Rüdin.
Dann hat sie noch zwei seltene Hunde, einen Cocktail-Spanier und eine schlesische Dogge. Das muss ich kurz erklären. Die schlesische Dogge ist baugleich mit der deutschen Dogge. Bis auf den Unterschied, dass der Züchter im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde. So, was bleibt noch zu sagen? Ja, sie ist die Einzige, die die Schattenseiten des Erfolges, unseres immensen Erfolges... Ach, guck mal da, hallo. Hallo. Ja, wir kennen uns. Die Schattenseiten unseres Erfolges kennenlernen musste, denn sie hat über einen längeren Zeitraum sexistische Briefe erhalten. Ganz schlimm. Unter der Gürtellinie, das war wirklich, das war schlimm. Es ging über Monate. Und das Ganze hat erst aufgehört, als sie irgendwann zu mir kam und gesagt hat, dass ich es lassen soll. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir die zauberhafte Honey Go aus Eftelingen. Die nächste Nummer geht um. Man wollte doch mal im Ohrwall bleiben. Ja, das jetzt geht auch, ja. Um. Teddy, wieso reibst du dich so? Weil ich einen geilen Körper hab. Die nächste Nummer handelt von einem der Grundnahrungsmittel aus dem Odenwald. Zum Beispiel Karl Leberwurst ist es nicht, Brot ist es nicht. Es ist ganz einfach unser Äppelwein, unser gute Äppelwein. In Zeiten von irgendwelchen Farbwerken Höchstwässer und irgendwelche Geschmäcker neu gemischte Chrom, Red Bull und den ganzen Kack. Also wir haben gedacht, wir machen mal das. Das sind tolle Produkte, das möchte ich auch nicht. Das ist da, wir wissen nicht, wer hier sitzt. Super Produkte, aber wir machen heute über was anderes. Genau, wir bevorzugen unseren heißgeliebten Apple, was er hast, auf die Nummer. Gute Apple Boy. Dann hock ich am gedeckten Tisch und frag mich auf ein gute Äppelwein.
Boy, und alle singen den gute Apple Boy. Jetzt wird improvisiert, wir werden eigentlich jetzt fertig. Nein, Quatsch, wir machen jetzt weiter und zwar die nächste Version, die ich vorstellen möchte, weil er auch ganz besonders toll und auch ganz besonders schnell gespielt hat in der letzten Nummer. Mir ist fast das Blick drum weggeflogen, ne? Ist aber jetzt egal. Wie gesagt, essezeitig, ne? Ich fand's befreiend. Ja, ich fand's auch befreiend. Ja, ich fand's auch sehr befreiend. Mein Karpaltunnel-Syndrom auch. Karpaltunnel sieht man heute zusammen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun den Alexander vorstellen. Ja, wie fange ich an? Ein Mann mit vielen Gesichtern. Schade, dass er sich ausgerechnet heute für dieses entschieden hat. Er ist momentan vom Schicksal gebeutelt, denn seit dem Brand im Dachstuhl der Notre-Dame-Kathedrale Paris ist er obdachlos. Übergehend. Es war ein traumatischer Tag, auch für die Hilfskräfte, da die Hilfskräfte der festen Überzeugung war, er hätte sich eine starke Verbrennung im Schrittbereich zugezogen, weil er immer wieder rief, die Glocken, die Glocken. Aber es war soweit alles okay. Ja, was bleibt übrig von... Entschuldigung, ich habe schnell gekannt. Aber wir haben besprochen, einen neuen Gag machen wir heute. Ja, genau. Dankeschön. Genau. Ja. Er war ein braves Kind. Er war ein absolut braves Kind. Er hat immer auf seine Eltern gehört. Seine Mutter hat ihm schon in frühen Jahren gesagt, das Wichtigste, mein Sohn, ist später mal im Leben Bewegung und frische Luft. Das hat er sich zu Herzen genommen, seitdem masturbiert er nur noch bei gekippten Fenstern. Er ist vom Beruf im Moment Polizist, Alleinerziehender, hätte ich fast gesagt. Nein, er ist freischaffender Polizist auf 400-Euro-Basis in unserem Nachbarort in Gröckelbach. Und er beobachtet dort seit einiger Zeit eine Terrorzelle, meine Damen und Herren. Es handelt sich hierbei um eine junge Marderfamilie, ne? Die er dingfest machen möchte. Er hat schon alles Mögliche probiert. Er hat sich sogar schon nachts als Auto verkleidet, auf die Straße gestellt. In der Hoffnung, es kommt ein Marder und verursacht einen kurzen bei ihm. Woraufhin ich gesagt habe, Alexander, man kann nichts verursachen, was man Zeit seines Lebens schon hat. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den zauberhaften und stets gewaltbereiten Alexander B. aus M. bei F. im O. Applaus. Ja, Freunde, das ist auch noch ein paar kleine Applaus. Jetzt bitte schön den großen Applaus, ja? So. Gegangen. Heute probieren wir es mal mit einer Weste.
Aber heute passiert nichts, du hast die Weste an, ne? Nee. Ein guter Brand braucht seine Zeit. Ja, die nächste Nummer, die wir jetzt für Sie spielen wollen, ist ein Lied für alle Männer. Der Sommer ist zwar weitestgehend rum, aber wir hatten ein paar heiße Tage dabei. Und das Problem, das kennen, glaube ich, alle Männer. Die Sache ist ja folgendermaßen: Man gönnt sich nach der Arbeit im Supermarkt einen 6er-Träger Bier, nimmt den nach Hause, möchte den in den Kühlschrank stellen, macht die Tür auf, voll, nur Scheißdreck drin. Irgendwelche Mascarpone, 8 Stück, weil sie den orangen Aufkleber hatte mit -25% drauf. Was so, ja, was so im Köpfchen liegt, im Kühlregal. Ja, betrau, ja. Alles mit Kiri-Kiri. Gesichtswurst, auch noch mitgenommen, 3 Packungen. Die Kinder freuen sich, aber wenn sie schon seit 10 Jahren aus dem Haus sind. Nur Dreck drin. Ja, und man weiß nicht, wo man sein 6er-Träger Bier kalt stellen soll. Und davon handelt die nächste Nummer. Ganz einfach. Thank you.
habe mal kurz nach der Feuermelder hier geguckt, gell? Aber ich glaube, ich habe Glück, ne? Naja. Gut, wir versuchen heute alles, dass es hier frühzeitig fertig wird. Nein, war Spaß. Mein Lockdown, ich möchte jetzt als nächstes vorstellen, ein Mann, der gerade Unfassbares geleistet hat. Wir hätten ihn aus Platzgründen fast nicht mitgenommen heute Abend. Sind lebensgefährlich, die Dinge, ne? Ja, genau. Ja, man darf es halt nicht essen, Teddy. Ich studiere nur kurz weg, muss mit dem Wasser drüber sagen. Schon schaffst du, aber die Glocken, ja? Ja, mein Alexander muss ja heute nämlich schon Nacht übernachten. Ja, ja. Und dann wäre er wieder obdachlos, ne? Zweimal in einem Jahr. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt einen Mann vorstellen, den König der Tiere. Ich habe das aufgeschrieben, weil das ist wirklich ein Schicksal. Kann ich da so ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund haben? Weil da, also das ist, was der Mann durchgemacht hat. Ja, sowas nett. Mach was, Forrest Gump oder irgendwas. Lauf, Teddy, lauf. Was ist ein Pfandruf oder was? Wird er wieder aufgeräumt, der Scheiß da, Herr Teddy, ne? Ja, das wird noch richtig aufgeräumt und anständig nach Farbe sortieren. Bist du heute überhaupt nicht richtig bei der Sache? Ist alles so hektisch heute, gell? Der ganze Morgen war schon hektisch bei dir. Ja. Er hat sich ganz schnell anziehen müssen, der Teddy hat dann gerade die Klamotte auf den Boden gelegt, ist drüber gerollt. Das ist komplett stressig da heute gewesen. Na ja, gut, wir fangen an. Also, ja, sehr schön. Das nervt zwar jetzt schon, aber machen wir weiter, das ist gut. Meine Damen und Herren, unser Teddy wurde geboren im Alter von 8 Jahren in dem kleinen französischen Dörfchen Brioche. Das liegt direkt zwischen Croissant und Crêpes Suzette. Am Ufer, am Rande, der Crème Brûlée. Es gibt da noch eine andere Version, die lautet, dass der Teddy im Odenwald von Wölfen großgezogen worden ist. Und zwar waren da 2 Wölfe, die haben ihn an den Beinen gezogen. Und ein Wolf hat ihm in den Kopf gebissen und im Kopf gezogen. Und so wurde der großgezogen. Natürlich kompletter Blödsinn, wenn überhaupt, dann haben die Wölfe ihn nicht großgezogen, sondern zusammengedrückt. Aber gehen wir wieder in die offizielle Variante. Seine Eltern hatten nicht viel. Außer ihn. Und sie kamen nur schwer über die Runden. Sein Vater bildete Blindenhunde für Taubstumme aus, was nur wenig Gewinn abwarf. Und seine Mutter war taubstumm, was blöd war. Denn so konnte sie ihrem Mann nicht mitteilen, was das für eine scheiß Geschäftsidee war. Er wurde als Kind viel gehänselt, und weil er nicht schwimmen konnte, und ist daher oft untergetaucht. Irgendwann verließen sie Frankreich und zogen in die ärmste Region der Bergstraße, in die Favelas von Heppenheim. Dort verbrachte er eine glückliche Kindheit. Sein erstes sexuelles Erlebnis war auch gleichzeitig sein peinlichstes, als er im Alter von 16 Jahren von seinem Vater beim Masturbieren erwischt wurde. Auf die Frage, was er da mache, antwortete er aber geistesgegenwärtig: Okay, Papa, ich geb's zu, ich bin schizophren und spiel grad Schnick, Schnack, Schnuck. Heute ist er beruflich wieder viel in Frankreich unterwegs, als Eclairbär. Und bei uns im Odenwald arbeitet er ab und zu als Ernährungsberater in einem Therapiezentrum für Bulimie-Erkrankte. Dabei müsste er das gar nicht, denn er hat vor vielen, vielen Jahren, das wissen die wenigsten, einen Welthit geschrieben. Die Inspiration zu dem Song kam ihm, als er einmal ein junges Mädchen dabei beobachtete, wie es an einer Tiefkühltruhe den Stecker rausgezogen hatte. Daraufhin entstand ein Hit, den wir heute alle kennen.
Uptown Girl. Bitte begrüßen Sie mit mir. Begrüßen Sie mit mir 2000 Jahre Showgeschäft, meine Damen und Herren. Er hatte seine Anfänge als Tischzauberer beim letzten Abendmahl. Teddy ist schon sehr, sehr, sehr alt. Teddy ist der Einzige, der die Dinosaurier noch lebend gesehen hat. Das war kurz bevor er dann auf der Erde einschlug. Begrüßen Sie den Caligula von Heppenheim, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir den zauberhaften, stets gewaltbereiten Teddy Thaddäus S. aus H. bei F. im O. Applaus. Ich war damals auch bei deiner Hochzeit dabei. Ja. Das war auch schön. Hast du nochmal 50 Kilo mehr drauf gehabt? Da hatte ich noch ein bisschen mehr, ja. Das werde ich nie vergessen. Das war so ein bisschen unkonventionell. Ihr habt euch am Traualtag, habt euch die Trauringe habt euch ja zuwerfen müssen. Ich habe übrigens noch ein Hobby vergessen beim Teddy. Ja? Ich habe noch ein Hobby vergessen und zwar Fiesnägel kauen und auf den Boden spucken. Stimmt das? Ja, genau. Das ist nämlich die sind kaloriearm, ja? Ja. Ah. Oh, Samstag so bei der Sportschau, ja. Ja, logisch, logisch. Ja. Eins, zwei, drei, vier! Fiesnägel kauen und auf den Boden spucken, am Boden fühle ich mich richtig frei. Ich hab die ganze Woche geschafft und jetzt will ich Sportschau gucken. Fiesnägel kauen durch die Beine. Die Konz wird euch geackert, sie ständig abgerackert, von Hunger nach unten hin und vorne entlangt. Wer schafft und wer bemüht sich, die Konz wird, die zieht sich, doch weiters gibt's ein Licht am Horizont. Die Snägel kauen und auf der Kohle spucken, am Morgen fühl ich mich richtig frei. Ich hab die Konz wird geschafft und jetzt bin ich Sportschau gucken, die Snägel kauen, du ich nur dabei. Scheißdreck, ne? Wie jedes Jahr. Was? Kirschlikör von Teddy. Was
so. Ich habe für den Technik-Girl gesagt. Was ist das schon wieder ein neues da, ne? Die junge Leid. Ja, der, wie heißt der? Heiko. Der Heiko ist ja Odenwalds bekanntester Verschwörungstheoretiker, meine Damen und Herren. Das ist wirklich, ich habe da heute jemanden hier vor Ort, der wirklich mal was darstellt, ja? Er vertritt nämlich bis heute die These, dass John F. Kennedy 1996 von Uwe Barschel mit einem Sitzkissen erstickt wurde, meine Damen und Herren. Das ist die offizielle These, auch in seinem neuen Buch, sein neuestes Buch mit dem Titel Waren wir am 11. September wirklich auf dem Mond? Hat sich innerhalb kürzester Zeit bis ans Ende der Bestsellerlisten nach hinten gearbeitet, meine Damen und Herren. Das ergibt aber auch viele Selbsthilfekurse, beispielsweise für angehende Hobbyärzte mit dem Titel Improvisierte Blinddarm-OPs aus dem Bauch heraus. Auch sehr schöner Selbsthilfekurs, den er hat, ist Selbsthilfegruppe für Heuschnupfenpatienten mit dem Titel Aquarelle Niesen in der Lüneburger Heide. Auch sehr gerne genommen. Aber am erfolgreichsten ist er immer noch mit seinem Workshop für Brandstifter mit Burnout-Syndrom. Ja, wir haben ihn vor vielen Jahren entdeckt, auf der A5 abends, als er dabei war, Lichter zu fangen. Haben ihn mit einem Laserpointer von der Fahrbahn gelockt. Ja. Und seitdem Spur ist er Haribo gelegt. Seitdem ist er bei uns. Gell? Man muss immer ein bisschen aufpassen. Es ist halt einfach, der hat letzte Woche bei uns fast vorm Proberaum ertrunken, weil er draußen stand und bei starkem Nieselregen bei offenem Mund Flugzeuge gezählt hat, meine Damen und Herren. Da muss man einfach immer ein bisschen gucken. Aber bitte begrüßen Sie mir mit einem zauberhaften Applaus unseren Heiko E. aus F. im O. Applaus. Als ob das alles noch nicht genug wäre, ne? Geburtstag hat er, prominent ist er. Und jetzt gebe ich euch mal einen Grund, noch richtig auszuflippen, denn der Heiko ist Papa geworden. Applaus! Unglaublich! Heiko, wie lange ist jetzt her? 19 Jahre. Die Situation ist einfach zu retten, ne? Habt ihr schon einen Namen? Finn! Wisst ihr schon, was... Das ist noch nicht ganz ausgereift. Wisst ihr schon, was es wird? Ja, egal. Die nächste Nummer, meine Damen und Herren, wird jetzt auch mit ganz viel Hass vorgetragen. Stimmt das überhaupt? Ja. So. Meine Damen und Herren, jetzt geht es nämlich um eine Odenwälder Live-Speise im nächsten Lied. Ja, genau. Und ich gucke, wenn du dein Gemächt jetzt ans Sternum presst. Beim nächsten an das Sonarplexus drückst. Ich weiß, ich habe vorhin noch zum Teddy gesagt, der soll immer ganz tief ausatmen, damit die ganze Reihe noch ein bisschen dahin rückt. Ja. Geh doch raus so lang. Meine Damen und Herren, das nächste Lied handelt von einer Odenwälder Leibspeise, und zwar reden wir hier von der Schwarze Brille. Wer weiß, was da alles drin ist? Blutwurst und Kartoffeln. So, weiter. Nächster. Naja, gar nicht rumdiskutieren. Nächste Frage. Zwiebeln. Gottes Wille. Ja. Zwiebeln, raus. Weiter. Nächster. Joi. Es ist ja Schweinepfeffer, genau. Der besteht aus Blut. Aha, Blut ist sehr gut. Schwarze Brie ist Schweinepfeffer, genau. Nee. Nee. Schweinepfeffer ist mir zu Wellfleisch, Schlachtplatte. Oh. Ja, das ist ja gerade. Das ist so ein schwäbischer Eier. Ja, das ist ein schwäbischer Dialekt. Das ist ein Spätzlemann, der Schwarze Brie ist. Seidenbacher Müsli, das kennen wir. Nein. Seidenbacher. Seidenbacher. Seidenbacher mit Schwarze Brie.
Also das ist eigentlich, was ist da drin? Also Mehl. Mehl mit Mehl angedickt und. Mehl mit Mehl angedickt. Nein, in deinem Fall nochmal. Blut mit Mehl angedickt. Blut, genau. Pfeffer. Ja! Bitte? Ah. So, ja, und was genau ist noch drin? Kardamom. Agamemnon ist drin. Liebstöttel. Kerbel. Muskat. Spitzwegerich. Spitzwegerich. Und ein Koreaner. Ein Koreaner. So, wir machen mehr los. Musik oder machen wir einen Kochkurs oder was? Also, das ist alles. Ja, das ist, da geht es ja schneller bei der Bedienung. Jedenfalls, davon handelt der nächste Song, denn dieses Gericht verursacht hartnäckige Fleckenzwerge und davon singt mit ganz viel Hass im Gepäck unser stets gewaltbereiter. Wie heißt er wieder? Heiko? Punkt. Aus F.O. Punkt. Los geht's. Du rauschst, du rauschst.
Also weißt du, was ich mal mache? Ich kaufe mir mal tatsächlich eine Ausgabe der Auraweller Zeitung. Die machen da hinten gerade Zeitung. Die schaffen da gerade. Ich will nicht wissen, was da mal für einen Müll drinsteckt. Und ich immer denke, oder zugucken. Was, lieber Moin? Habt ihr Feiertag in Weinem oder was? Ach, das dauert länger. Stoffel, vorhin hast du was anderes verzeiht, gell? Ja. Also ich sag, wir werden online, direkt auf. On air. Herr Kapellmeister, darf ich kurz einschreiten? Ja. Als ich mir eben gesagt, kennt ihr jemanden von der Band? Arno hat Geburtstag, der heißt Heiko. Wollen wir mit anderen was singen? Ja. Ja? Okay. Lieber Heiko. Und stimmst du auch irgendwo? Vielleicht die Tonlage, die das ganze Schiff fest. To you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Heiko, happy birthday. Und nochmal auf Deutsch. Zum Geburtstag viel Glück. Kleiner Tipp von mir für die Zukunft, ich würde nichts mehr einfrieren. Ja. Herr Doktor, ist die Krankheit schlimm? Na, sagen wir mal so, Monatskarte ist mir gar nicht mehr gehabt. Genau. Aber, liebes Publikum, auch noch mal vergessen, wer mitzählen kann, ist ganz laut. Fünf Kummer, wir sind zu sechst hier, plus unser Michael. Danke. Ja, den Michael muss man da auch mal begrüßen. Der Michael, ja, der ist auch ganz zauberhaft bei uns heute. Zweimal ich und er ist mit dem ganzen Soundfall geworden. Und er hat den Mai Geburtstag gehabt. Danke, Michael. Aber, und er kennt jemanden, der Papa geworden ist. Vor 19 Jahren. Anna. Bring mir es zu Ende. Ja, ich darf Ihnen vorstellen, er ist Top-Denker, Erfinder, Manager, Buchautor etc. etc. Ein Tausend-Sasa. Aber er ist auch ein wundervoller Seelsorger für hochgradig minderbegabte Anklagmusiker. Vielleicht haben Sie schon einen seiner Gastbeiträge gelesen in der Rentner-Bravo, also in der Apotheke-Umschau. Ja. Gerade aktuell. Demenz der Familie, wohin mit Mutti? Ja. Während seines Studiums, hat in Obermumbach studiert an der Karl-Hartmann-Universität, hat er sich nebenher für seine Hobbys, für seine sehr teuren Hobbys, hat er sich Geld verdient, und zwar als Fahrstuhlführer in einer der letzten Messingminen im Odenwald, in Zotzenbach. Und weil er halt so großer Erfinder ist, ein Top-Denker, braucht er halt viel Geld, und dann hat er ganz tolle Sachen erfunden, auch unter anderem das bleifreie Segelflugbenzin. Inzis Greta. Ja. Oder er hat an einem ganz tollen Logistikkonzept mitgewirkt im Ried bei einem Brennholzverleih. Er stellt sich den großen Fragen der Menschheit, unter anderem zum Beispiel, wieso kann man Blinde sehen? Oder ein Schiff braucht von Köln nach Basel einen Tag, wie lange brauchen zwei Schiffe? Wo fahren die hin? Ja. Oder ist es schon sexuelle Belästigung, wenn man sich im Schwimmbad nur am Beckenrand festhält? nebenberuflich, er hat noch ein kleines Hobby, er ist ja auch Trickspieler, also Kartenspieler, also Zocker, ja. Und er kommt viel rum in der Welt, man kann das sehen. Und ihm geht es auch nicht so mehr ums Geld, sondern er versucht so Materialien zu spielen. Man kann ja sehen, mit Hans-Dietrich Genscher hat er schon gepokert, da hat er die Ohren gewonnen. Vom Adler die Nase. Und die Gitarre von Ricky King. Stimmt das? Der hat eine weiße Straße. Ach so, na gut.
Geld danken. Hallo. Könntest du mal mit dem Trump pokern, du brauchst eine neue Frisur. Brauchst du überhaupt eine Frisur? Gut. Begrüßen Sie mit mir, mit einem donnernden Applaus, den, ich sag mal, den Thermomix der Kleinkunstszene. Thermomix kennt ihr? Ja. Das ist ja Thermomix, das habe ich noch nie gehört. Ach, Thermomix, das ist... Ich sag mal, man braucht es nicht wirklich, glaube ich. Weil man hat Messer, heute ein Brett und zwei Dieber und eine Küchenmaschine braucht oder Thermomix, ohne Frage. Genau. Große Hände und Augen schwierig, dass ihr viel schaffen kann, wie ihr nicht wisst. Ja. Also, Thermomix ist Quatsch, ne? Das ist wie wenn man in Italien Urlaub fährt, nimmt die Spätzlepresse mit. Ja. Spätzlepresse? Ach, das gibt's wirklich. Ich habe immer gedacht, es wäre umgangssprachlich in Schwabe für Fußmuskeln. Nee. Meine Damen und Herren, riesen Applaus für unseren Thermomix der Kleinkunstszene. Ruben Daum aus F.I.M.O. Applaus. So, wir leiten jetzt das große Finale ein. Ja, die Plätze tauschen. Dann fange ich mal an. Gebt euch einfach mal den Rhythmus, bei dem jeder mit muss. Ah ja, wir kommen jetzt zum Ende, stimmt. Ihr könnt alle aufstehen. Ihr könnt auch, ihr geht auf. Ihr steht einfach alle, die aufstehen können, stellen jetzt mal auf. Und macht euch schon mal frei. Overhoop, ne? Bin ich mit dem Mann schon 9 Jahre verheiratet. Grauenvoll, oder?
Platz. Das hörst du schon. Es fehlt ein bisschen Platz. Aber wir können da alle gleich in den. Wir könnten ein super Video machen, super Foto, in alle in gleiche Richtung und wir treffen uns da an der Ecke. Geht es? Ist das zu viel? Oh, das ist immer nie, oder? Die junge Frau mit blauem Pulli, die macht's mal vor. Zwei links. Genau, und wieder zwei zurück und immer mit den Händen dazu klatschen. Der Daddy hilft ein bisschen. Das ist unser Tanzmäuschen und ich mach hier, okay? Und hier, genau. Wenn ihr noch alle klatscht, wäre super. Bam. Das ist wie ein Fitnessstudio. Ja, one to the left, one to the right. Go step, step. Und dann könnt ihr auch gleich mitsingen. Oh. Die erste schwer alkoholisierte Menschen hinter mir. Set it up.
mir tanzen kannst und dich mal drehen, willst du mit mir gehen? Super. Du willst mich berühren und ich bin das A. Du bist schön, willst du mit mir gehen? Ich kann dich rühren mit Haut und Haar. Du bist schön, willst du mit mir gehen? Ja, das war schon streckenweise sehr schön. Streckenweise hast du ein bisschen ausgesehen, den abgeschossenen Kodiak-Finger. Deswegen machen wir das nochmal ganz kurz. Willst du mit mir tanzen, Baby? Komm, sag nochmal. Yeah! Kommst du dich mal drehen? Kommst du mit mir gehen? Das war eine Bombe. One, two, wenn ich mit mir tanzen kann, kannst du dich mal gehen? Willst du mit mir gehen? Ich war, du willst mich berühren und ich will das an. Du bist schön, willst du mit mir gehen? Ich kann dich rühren mit Haut und Haar. Du bist schön, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir tanzen? Kannst du dich mal gehen? Willst du mit mir gehen? Going there.
Weihnachten ausdrücken. Jahrzehnten nicht mehr gespielt. Also, komm, witzig. Wollen wir es mal probieren? Und wir müssen das wirklich lieber fertig gesprochen. Wir haben ein kleines Event. Und wollen wir das mal hören? Ja. Eigentlich nicht, aber komm. Erleid, uns kurz.
tausend Dank, dass er heute oben bei uns war. Das war uns eine Ehre gewesen. Wirklich, das hat also Wohnzimmer-Touch, die Stimmung. Also welcher Künstler hat sowas mehr? Eine Bitte hätte mal, das nächste Mal, wenn ihr kommt, ein bisschen nach vorne rücken, ja? Ja. Das ist immer blöd, wenn das dann so weit weg alles ist, genau. Ja, wenn ich die ganze Zeit wie ein Hofdritte Fischer Mans Friends gelutscht hätte, hätte ich in der ersten Reihe hätte alle Jacke angehabt, weil es so kühl ist, ne? Aber das wäre ein bisschen doof, wenn du so einen zweiten Hund guckst, gell, so ins Leere. Liked uns, wenn es euch gefallen hat, auf Facebook. Das hat vielleicht der eine oder andere geguckt, wo wir alles noch so unterwegs sind. Kommt mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Oder die Homepage, www.dieeugeborene, zusammengeschrieben, ne? Ja. Ja, und der Instagram auch. Natürlich Instagram. Entschuldigung, Mann. Könnt ihr auch vorbeikommen zum Kaffee? Ja, das ist immer noch, ja, natürlich. Im Heiko Geburtstag feiern. Bring die Stücke Kuchen mit, der macht die auf. Weil er denkt, sie ist die Pusht. Könnt beim Teddy vorbeikommen, gell? Der Teddy hat ja in der VW Lars von Ebenheimer den gebaut. Könnt jetzt im Winter könnt ihr das Haus auch mit Dreck bewerfen, das ist gut für die Isolierung. Es wird ja kalt dieses Jahr. Freut er sich, oder? Ja. Jetzt auf frisch. Jetzt habe ich das besprochen. Ja. Ja, ich freue mich. Ja, das gehen wir mir nachher raus. Lautstärke mal ein bisschen zurück.
XY-Chromosom aufgeteilt. Die Männer machen jetzt auf mein Kommando alle, wie man so richtig schlimm ranzureden. Und die Frauen machen dann. Ich habe mich gerade ein bisschen mich selber verguckt gerade, ne, weil das war so putzig. Feminin. Jetzt kommt gestern los. Die Männer, bitte Obacht. In 3, 2, 1, bitteschön. Und die Frauen. Runde weg. Männer. Die Frauen. Runde weg. Jetzt kommen die Frauen dran mit den Bauchschmerzen. Die Männer. Runde weg. Runde weg. Männer? Runway. Jetzt haben wir alle Runway. Achtung! Runway. Ist das schön, oder? Wenn alle Runway haben. Ja. Nochmal? Runway. Und alle jetzt? Ich hab richtig Runway. Weil wieder erwartend alle geblieben sind, gibt es noch eine kleine Belohnung. Wir machen jetzt die absolute Rausschmeißernummer. Das werdet ihr aber selber merken. Danach kann nichts mehr kommen. Ja? Das ist die definitiv letzte Nummer heute Abend. Danach geht ihr alle zum Maulen nach Hause. So. Wollen Leserbriefschreiber. Ja. Waren ganz lang da. Schreibmaschine. Ganz so müde auf der Arbeit. Liebes. Die nächste Nummer ist eine Hommage an den Mr. Odenwald, bei dem ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich komplett alle Akkorde vergessen habe. Ja, komm, egal. Und so, 3, 4. Es gibt einen Fleck auf der Welt, der ist. Ja. Ja. Ist rausgekommen, gell? Ja. Ich hatte improvisiert gehabt, eben ein bisschen. Free Jazz. Bisschen Jazz gemacht, ja. Es. Das, ich fang an, nicht du. Du fängst an. Du fängst an, nicht ja, ich. Zum nee. Voll raus, gell? Aber fang an. Es gibt einen Fleck auf der Welt, der ist viel wertvoller als Geld. Wer du geboren ist, der senkt gut, so klingt nicht in Lu. Muss ich kurz erklären, Lu ist Ludwigshafen. Vom Aurewald ist hier die Rett, da lächelt jeder nachts im Bett und fragt sich schwerer aufzustehen, weil da ist es schön. Oh, ist es da schön. Oh, ist es da schön. Katzenbuckel lächelt zahl, sind vom ersten Sonnenstrahl bis zum Sonnenuntergang einfach nur schön. Sauber Luft bläst auf mich zu, zum klingt nicht aus Lu. Selbst die Kuh auf dem Land wirkt hier etwas arrogant, weil sie beginnt jetzt zu verstehen, du ist es echt schön.
Oh, ist es doch schön. Oh, ist es doch schön. Der Katzenbugel wäscht da, sind vom ersten Sonnenstrahl bis zum Sonnenuntergang. Einfach nur schön. Soll man gehen? Scheiß drauf! Nur die Männer. 1, 2, 3, pfeifen. Dürfen wir nochmal? Nur die kassierten Rottweiler jetzt. 2, 3 und... Keine da. Okay, wollte man sicher gehen. Hölle muss, sag ich zum Teufel, ein Genuss, denn da schob ich nix, da hör gut zu, ich war schon in Lu. Doch wann ich in den Himmel komm, dann dreh ich mich zum Petrus um und sag euch zu, ich geh, du Penner, weil da ist es schöner. Oh, ist es doch schön. Oh, ist es so schön. Der Katzenbugel wäscht's da, sind vom ersten Sonnenstrahl bis zum Sonnenuntergang, einfach nur schön. Oh, ist es so schön. Oh, ist es so schön. Katzenbugel wäscht's da, sind vom ersten Sonnenstrahl bis zum Sonnenuntergang, einfach nur schön. Stefan Jengers, der ist ein Latz, der will einmal was sagen, verheiert. wird alt, gell? Einfach nur schön. Ich glaube, das war die richtige Zeit, um den Abend zu beschließen. Es war wirklich einfach nur schön mit euch. Also vielen Zoom, Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da mache ich was vor. Ja, okay. Vielen Dank an unser Publikum. Zeitung lesen schon immer nicht. Wir wissen ja schon, was drinsteht. Kennt, was drinsteht. Das zeigt euch der Stefan gleich, was Meier drinsteht. Und Eva Meier, Kind der Großbricht, muss ich euch nicht sagen, seid ihr alles Abonnenten, gell? Ja. Ah, jo. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Krieg ich nur 3 Monate für umsonst? Ja. Da kann man drüber reden, gell? Ja. Aber das macht jetzt hohe Lauer aus, gell? Ja, also. Ich gebe das Mikro gleich weiter. Also vielen Dank, ihr wart ein tolles Publikum. Ich habe geguckt, wie ihr so gelacht habt, so richtig von Herzen mitgesungen, mitgetanzt. Also super. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr beteiligt euch wieder an der Verlosung. Wir sehen uns bald wieder. Ja, ja, herzlichen Dank. Ja, wir haben noch ein herzliches Dankeschön an alle.